Der Schwarzwald. Deutschlands größtes und höchstes zusammenhängendes Mittelgebirge. Hier läuft die Zeit noch anders. Kein Wunder. Der Schwarzwald ist ja nicht nur bekannt für seine Natur, sondern auch für seine Kuckucksuhren. Und hier hinter mir ist die größte Kuckucksuhr der Welt. Aber deswegen bin ich natürlich nicht hier, sondern wegen den Wasserfällen. Die sind in Triberg, hier direkt um die Ecke. Die werde ich jetzt mal fotografieren. Durch einen Tunnel fahre ich entlang der deutschen Uhrenstraße in die nächste Stadt. Hier auf knapp 700 Meter Höhe liegt mein nächstes Ziel. Ich bin an den Triberger Wasserfällen im Schwarzwald, die höchstgelegenen Wasserfälle in Deutschland. Und hinter mir schießt schon ein relativ großer Wasserfall in die Tiefe. Aber das ist noch lange nicht alles. Mehrere Stufen findet man hier. Und die werde ich jetzt erstmal auf dem Weg nach oben erkunden. Insgesamt 163 Meter fallen die Wasserfälle über viele Stufen in die Tiefe. Aber wo soll man bei so viel Wasserfällen anfangen? Ich habe mir jetzt eine erhöhte Position gesucht, denn die Herausforderung bei touristischen Locations ist, dass man oft viele Geländer und Absperrungen hat. Und hier ist viel Metall im Spiel. Das heißt, es ist unnatürlich und sieht im Bild einfach nicht schön aus, vor allem nicht in Landschaftsbildern. Das heißt, ich probiere immer, meine Perspektive ein bisschen abseits zu suchen, sodass ich einen guten Blick habe, im besten Falle auch ein bisschen Vordergrund, also dass man sich ein bisschen im Bild umschauen kann. Bei mir sind das jetzt zum Beispiel so ein paar Farne auf der Seite, relativ nah schon an der Linse. Der Wasserfall schießt runter und das Geländer ist nicht im Bild. Andere Menschen sind so früh morgens noch nicht unterwegs. Aber trotzdem ist hier schon eine Menge los. Nicht nur Wasserfälle kann man hier fotografieren, sondern auch Tiere, und zwar Vögel und Eichhörnchen. Die sind nämlich mega darauf dressiert, diese Erdnüsse hier zu fressen. Die gibt's am Kassenhäuschen, kriegt man für einen Euro so einen ganzen Sack voll. Und die reißen einen diese Nüsse ja förmlich aus der Hand. Das heißt, wenn ich so eine Nuss auf meine Hand lege, dann gibt es tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht sogar ein Vogel jetzt kommt und mir den aus der Hand reißt. Im Hintergrund hört man den vielleicht schon. Der schreit und sitzt da auf dem Ast und ruft vielleicht schon seine Brüder jetzt, die zur Verstärkung kommen und gleich die Nüsse klauen. So, und das funktioniert mit Eichhörnchen und auch mit Vögeln. Dafür ist es wichtig, eine wirklich schnelle Verschlusszeit zu haben, weil die unglaublich schnell sind. Vor allem die Vögel. Die Eichhörnchen sind noch ein bisschen relaxter, aber die Vögel sind richtig schnell. Das heißt, eine schnelle Verschlusszeit. Bei mir ist es jetzt ein 2000stel. Reihenmodus, das heißt viele Bilder hintereinander. Wirklich Maschinengewehrmodus. Und dann, wenn man Glück hat, kriegt man richtig coole Bilder von dem Vogel, wenn er seine Flügel öffnet, oder von dem Eichhörnchen, wenn es dir die Nuss aus der Hand wirklich rauszieht. Und das auch noch im Weitblick. Blitzschnell schnappen sich die Tannen her, die auf Englisch übersetzt Nussknacker heißen, die Erdnüsse. Und wenn man Glück hat, dann sogar aus der Hand. Wahre Flugkünstler. Die Eichhörnchen sind zuerst zurückhaltender. Aber je ruhiger man sitzt, desto näher kommen sie. Schnappen sich die Nuss und verstecken sie oder futtern sie direkt. Die Herausforderung bei Wasserfällen ist oft, dass Wasserfälle sprühen, weil sie in die Tiefe schießen und dann das ganze Wasser sich verwirbelt. Und auch hier haben wir so einen richtigen Sprühregen, der jetzt hier in meine Richtung schießt. Das heißt, ich habe permanent Wassertropfen auf meiner Linse bzw. auf meinem Polfilter. Was ich also mache, ich habe immer ein Tuch griffbereit, jetzt zum Beispiel in meiner Hosentasche. Und mit diesem Tuch wische ich jetzt die Tropfen weg. Drücke auf den Auslöser, 2 Sekunden Selbstauslöser und dann, bam, ist das Timing entscheidend. Das Bild ist aber im Kasten. Wenn man so ein richtig schönes, weiches Wasser haben möchte, finde ich zum Beispiel bei Wasserfällen sehr ansprechend, gibt einfach so einen malerischen Effekt, dann muss man eine längere Verschlusszeit nehmen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Sekunde, selbst eine halbe Sekunde oder ein Viertel reicht, weil das Wasser vom Wasserfall selbst sich ja die ganze Zeit mitbewegt.
Von den Kameraeinstellungen bin ich jetzt bei einer Blende 16, einer Sekunde Verschlusszeit und ISO 100. Ich habe nur den Polfilter drauf, brauche gar keinen ND-Filter, weil heute ein bewölkter Tag ist und das Licht hier am Berg sowieso sehr diffus ist. Also die perfekten Bedingungen, um zu fotografieren. 2 Sekunden Selbstauslöser an, wischen und los geht's. Die Triberger Wasserfälle gehören zu den bekanntesten in Deutschland. Schon vor über 200 Jahren sind die Menschen nach Triberg gereist, um sie zu bestaunen. Und dabei sind sie längst nicht die einzigen im Schwarzwald. Wir sind jetzt hier oben bei der Klosterruine Allerheiligen. Hier ist allerdings gerade eine Baustelle und deswegen gehen wir direkt weiter zu den Wasserfällen. Man kann zwar auch unten parken, aber ich finde, der Weg von hier oben nach unten ist viel schöner. Von ca. 1195 bis 1803 wurde das Kloster genutzt, brannte jedoch kurz darauf ab. Die Ruine entwickelte sich als touristisches Ausflugsziel und sogar der Schriftsteller Mark Twain verbrachte hier einige Zeit bei seiner Europareise. Hier unter mir fließt der Lierbach und der wird dann später zu den großen Wasserfällen. Diese Folge wird übrigens präsentiert vom Jaworski Fotoreiseführer, die besten Fotomotive in Deutschland. Nur ein paar hundert Meter entlang des Bachlaufs nach unten erreicht man eine Brücke, die in die Schlucht führt. 1840 wurden die Wasserfälle durch Wege erstmals für die Öffentlichkeit begehbar gemacht. Viele Stufen führen die enge Schlucht hinunter. Massive Holzgeländer sichern den Pfad, sorgen aber auch für Herausforderungen beim Fotografieren. Hier beginnen jetzt die ersten richtigen Wasserfälle runterzufallen und über mehrere, ich glaube es waren 68 Meter, fallen jetzt diese Wasserfälle dann komplett bis nach unten ins Tal und der Wasserlauf wird dann wieder ein bisschen ruhiger. Es gibt sehr viele unterschiedliche Fallstufen, so zwischen 2, ich glaube sogar 6 Meter hoch insgesamt, also sehr spannend zum Fotografieren. Und der erste Wasserfall hier, der erinnert mich so ein bisschen an so ein japanisches Spa-Relax-Meditation-Video, wie er so runterfällt. Und dazu auch dieser Baum im Hintergrund, den ich sehr spannend finde, der so sehr schön verästet ist, noch nicht in seinen vollen Herbstfarben, aber schon so leicht angefärbt. Mein Tipp für dich ist, wenn du hier so ein Geländer zum Beispiel hast, dass du das Stativ über das Geländer rüberstellst, so halb, und es in das Geländer dann reinklemmst. Wenn du das nicht allzu lange belichtest, so 1-2 Sekunden, dann ist das gar kein Problem. Selbst längere Belichtungszeiten bis 30 Sekunden habe ich schon mit so einem Geländer gemacht. Einfach rüber das Ding, so ein bisschen festklemmen und dann 2 Sekunden Selbstauslöser, Foto machen. Man kriegt dadurch ganz andere Perspektiven hin, als wenn man hier von der Seite fotografiert und hat vor allem im Ultraweitwinkel nicht so das Problem, dass man das Geländer dann noch mit drin hat. Die Perspektiven sind durch den schmalen, steilen Weg begrenzt und die teils dichte Vegetation verdeckt den Blick auf einige Fälle. Wer meine Videos schon länger guckt, der weiß, dass ich hier, wenn ich so eine Wasserfälle oder auch Bachläufe fotografiere, am liebsten einen Polfilter benutze. Und wir haben jetzt ja bei den neuen Jaworski-Filtern hier an der Seite mit den Magnetfiltern die Möglichkeit, das auch einfach einzustellen und zu drehen. Ich mache jetzt mal ein Foto ohne Polfilter. Und jetzt mache ich mal ein Foto mit Polfilter. Einfach fix gedreht. Macht einen riesen Unterschied unten in dieser bernsteinfarbenen Wasserfarbe. Die kommt jetzt viel, viel besser raus mit aktiviertem Polfilter. ND-Filter kann man auf jeden Fall auch benutzen. Jetzt aktuell ist es bewölkt und auch noch relativ früh am Morgen. Das heißt dunkel genug. Ich bin jetzt hier alleine schon ohne ND-Filter, nur mit einem Polfilter bei über einer Sekunde Belichtungszeit. Mein Lieblingswasserfall befindet sich fast ganz unten in der Schlucht. Von oben kann man ihn schon erspähen. Das bernsteinfarbene Wasser funkelt düster und hebt sich gut vom hellen Fall ab. Von einer Brücke hat man einen guten Blick auf die große Fallstufe.
mehrere Meter fließt das Wasser verspielt in das Becken. Durch meine Perspektive und Brennweite kann ich ganz verschiedene Bilder auf kleinstem Raum fotografieren. Hier ist übrigens das Cover entstanden vom aktuellen Jaworski-Fotoreiseführer. Allerdings schon vor vielen Jahren, so ungefähr 8 Jahre ist das jetzt her. Damals konnte man noch legal hier runtergehen und einer der Steine war damals der Vordergrund. Heute ist alles hier abgesperrt und man hat nicht mehr so viele Perspektivmöglichkeiten wie noch vor ein paar Jahren. Eigentlich nur noch hier über die Brücke rüber, von links und von rechts. Aber es ist spannend zu beobachten, wie sich eine Location über die Zeit verändert. Zum Beispiel mit Absperrung, aber auch im Motiv selber. Wenn man sich das Foto mal so ein bisschen anguckt, da ist zum Beispiel so ein Baumstamm hier auf der rechten Seite. Der ist heute fast gar nicht mehr vorhanden, komplett verrottet, ist auch nicht mehr im Wasser, sondern eigentlich nur noch der obere Teil außerhalb des Wassers ist heute sichtbar. Und dieser große Baumstamm hier im Hintergrund, der liegt heute auch nicht mehr im Wasser, sondern wurde entweder entfernt oder bei starken Regenfällen ist er dann von selbst irgendwann weggeschwemmt worden. Der Wasserfall ist mein persönlicher Lieblingswasserfall hier im Nordschwarzwald, weil er so interessant fällt. Nicht einfach nur gerade runter, sondern so um die Kurve irgendwie. Hier so auf der einen Seite. Und das macht es irgendwie spannend und auch einzigartig. Also immer, wenn man ein Foto sieht und diesen Fall so sieht, weiß man ganz genau, aha, das ist der und der Wasserfall. Wenn ich so eine Wasserfälle fotografiere, finde ich persönlich es immer spannender, auch Vordergründe ins Bild einzubauen. Weil sonst hat man einfach nur so einen Fall irgendwo in der Distanz und meistens relativ viel Fläche, wo nicht wirklich was passiert, die auch nicht wirklich so interessant ist. Also einfach uninteressant, kann man sagen. Deswegen probiere ich immer so kleine Catches einzubauen in Fotos und im Herbst kann man natürlich super das Jaworski-Blatt benutzen. Ich habe es schon in vielen Bildern immer wieder benutzt. Ich habe das auch nicht dabei, auch wenn es hier in meine Hauglandjacke reinpassen würde, anstatt dem Mikrofasertuch einfach so ein schönes Jaworski-Blatt. Aber es ist meistens irgendwo ein Ahornbaum und ich probiere das dann natürlich in das Bild einzubauen. Und hier so ein schönes gelbes Ahornblatt passt natürlich super als Blickfang in diese eher sonst grüne Landschaft. Kontrast auch zu diesem bernsteinfarbenen Wasser. Also so ein kleiner heller Fleck, der auch so eine gewisse Assoziation gibt dann zum Herbst, den man sonst hier in dieser Landschaft noch nicht so richtig erkennen kann, weil die Bäume noch nicht so heftig gefärbt sind. Nur ein kleiner Funfact am Rande. Das Jaworski-Blatt hat sich ja gagmäßig irgendwann mal so etabliert als das Jaworski-Blatt. Aber es gibt tatsächlich auch eine tiefere Bedeutung, denn Javor in meinem Nachnamen bedeutet in slawischen Sprachen Ahorn. Also Ahornski. So, und jetzt gucken wir, dass wir das ein bisschen in den Vordergrund kriegen. Man darf es nicht übertreiben, aber in vielen Bildern sieht es tatsächlich sehr, sehr cool aus. Beeindruckend ragen die Felswände links und rechts empor. Und zusammen mit dem Wasserlauf verlässt man über eine Brücke den Bereich der Wasserfälle. Direkt vor der Brücke führt ein kleiner Pfad zu Steinen und offenbart einen interessanten Blickwinkel. Ich sage ja immer, vernachlässigt nicht die kleinen Wasserfälle. Und wahrscheinlich würden die meisten Leute jetzt sagen, das ist doch gar kein Wasserfall, das ist ja einfach nur der Bachlauf. Ja, aber genau das meine ich damit, die kleinen Fallstufen. Denn die kann man in so einem wilden Bach super in Szene setzen. Im Vordergrund schön das Weiße, also es muss so ein bisschen weiß zu sehen sein in dem Fall, damit das interessant und spannend aussieht. Aber zum Beispiel hier bei dem Foto, was ich gerade mache, haben wir die Brücke im Hintergrund, haben vorne die schöne Fallstufe, noch so ein bisschen Bäume. Wenn die jetzt noch ein bisschen stärker gefärbt werden, wäre das sicherlich noch interessanter. Aber es gibt einfach verschiedene Dinge, die ich mir jetzt hier angucken kann als Betrachter auf dem Foto. Und das macht's spannend. Das ist eigentlich die Herausforderung, dass man auch so eine kleinen Dinge interessant inszenieren kann über seine Perspektive. H
Hast du eigentlich eine Fotografie-Bucketlist, also eine Liste mit Dingen, die du unbedingt mal fotografieren möchtest? Ich habe mir sowas tatsächlich letztes Jahr angelegt und einen dieser Punkte möchte ich heute gerne von der Liste streichen. Und zwar Neuschwanstein im Schnee. Die besondere Herausforderung bei diesem Bild ist, wenn man Neuschwanstein bei Schnee fotografieren will, braucht man Schnee und natürlich das passende Wetter, weil es bringt ja nichts, wenn es den ganzen Tag einfach nur schneit und der Himmel bedeckt ist. Das sieht ja dann auch langweilig aus. Ich will ja eine schöne Farbstimmung irgendwie auch haben. Das heißt, ich habe die ganze Zeit den Wetterbericht getrackt und habe geguckt, wann schneit es und im Anschluss direkt, wann ist Sonnenschein bzw. so halb bewölkt mit Sonne. Und jetzt am Wochenende war es perfekt. Es hat das ganze Wochenende geschneit und heute war dann das perfekte Wetter mit Sonnenschein, eisigen Temperaturen. Das heißt, es schmilzt nicht direkt alles weg. Der Schnee liegt schön. Ich habe dann die Webcam gecheckt und so weiter und gesagt, komm, wir müssen einfach hierher. Wir müssen diesen Shot jetzt holen, weil nächste Woche taut das Ganze wieder. Es werden wieder Plusgrade und dann sieht es nicht mehr genauso aus. Mal abgesehen von der Fahrt hierher, die relativ abenteuerlich war, weil ich um 1 Uhr nachts im Schwarzwald losgefahren bin, um dann pünktlich um 6.30 Uhr hier zu sein, eine Stunde vor Sonnenaufgang, war der ganze Weg hier rauf erstmal ziemlich beschwerlich. Sie haben zwar die Straße geräumt, aber natürlich die ganzen Seitenwege nicht wirklich geräumt. Das ist ja am Wochenende ordentlich Schnee gefallen. Und man braucht ungefähr vom Parkplatz bis zum Hauptaussichtspunkt der Marienbrücke eine Dreiviertelstunde. Das heißt, die muss man auch noch mit einkalkulieren, um dann bei Sonnenaufgang hier oben zu stehen. Ja, und wir sind dann erstmal so den Hauptweg hochgelaufen, mein Kameramann und ich. Boah, das ist schon ein Riesending, wenn man hier davor steht. So voll modern sieht das irgendwie aus. So voll Design. Puh. Marienbrücke. Oh, 45 Minuten, das zieht sich schon. Da geht's lang. Oder besser gesagt, da sollte es lang gehen. Denn das sieht schlecht aus. Ja, jetzt stehe ich hier vom Schloss. Da mussten wir einen anderen Weg finden, haben dann einen Umgehungsweg gesucht über Google Maps, wie wir trotzdem zu Marienbrücke kommen, weil wir natürlich gedacht haben, ja, vielleicht ist die Marienbrücke ja einfach offen und der Weg nur dahin gesperrt, weil ich habe auf Google Maps geguckt, 24 Stunden offen und so weiter. Es ist wirklich saumäßig kalt, aber wir haben tatsächlich einen Weg außenrum gefunden und sind jetzt quasi auf der Rückseite vom Schloss. Da ist Neuschwanstein und hier ist ein Schloss, was gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, aber jetzt am Morgen und wahrscheinlich auch am Abend super interessant aussieht, nämlich Hohenschwangau. Das ist da unten mit den ganzen roten bzw. orangenen, gelben Laternen unten. Das sieht wunderbar aus. Und nebendran ist der Alpsee. Den sieht man jetzt nicht. Der ist komplett Schnee drüber, aber es zieht gerade so ein bisschen Nebel nach oben. Und wenn wir das später noch bei Neuschwanstein hätten, das wäre natürlich der Knaller. Ja, Umgebungsweg gelaufen, schon ja, knapp nach Sonnenaufgang oder so rund um Sonnenaufgang angekommen an der Brücke. Und was sehen wir? Als Outdoor-Fotograf möchte man optimal vorbereitet sein, auch wenn das Wetter mal ungemütlich wird. Deshalb haben wir die erste 5-in-1-Jacke für Fotografen entwickelt. Mach dir keine Gedanken über das Wetter. Fokussier dich auf das, was wirklich wichtig ist. Dreckiges Objektiv? Wo ist schon wieder das Tuch? Es kann so einfach sein. In der linken Ärmeltasche. Du brauchst einen vollen Akku, SD-Karte oder Stativplatte? Nimm sie dir aus deinem kleinen Fotorucksack in deiner Jacke. Insgesamt 27 Taschen. Denn als Fotograf kann man einfach nicht genug Taschen haben. Wasserfest, winddicht, atmungsaktiv, gefüttert. 3 Jackenlayer. Mehr als 5 mögliche Kombinationen. Weniger als 350 Euro. Hol dir deine Haugland 5-in-1-Jacke für Fotografen. Jetzt auf www.haugland.de. Schau dir auch die Winterhandschuhe, Weste und den Rucksack für Fotografen an. Haugland. Photographer's Clothing. Auch die Brücke selbst ist geschlossen. Verdammt. Genau dieses Gitter steht zwischen mir und dieser Brücke. Brücke gesperrt. Ah! Jetzt sind wir 5 Stunden fast hierher gefahren, 45 Minuten hier hochgelatscht, erste Gitter, gemerkt, vielleicht ein anderen Weg gegangen und jetzt ist hier das Gitter. Hier kommen wir nicht weiter.
Auch wenn da Fußspuren sind, Freunde, hier kletter ich nicht drüber, um dann da auf dieser Brücke mit irgendwie knietiefem Geländer zu stehen und da geht es irgendwie, keine Ahnung, 200 Meter runter. Das ist mir das Foto jetzt nicht wert. Aber ja, so ist es manchmal. Das heißt ja, keine Aussicht, nichts, nada. Was machst du? Alter, wir sind 4 Stunden, 5 Stunden fast hierher gefahren. 3/4 Stunde hier hochgelatscht bei Eiseskälte. Es waren heute Morgen -12 Grad. Und dann kommst du an das erste Hindernis. Dann kommst du an das zweite Hindernis. Das Wetter ist perfekt. Die äußeren Umstände sind perfekt. Du siehst, der Sonnenaufgang ist gleich da. Was machst du? Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, sag ich mal. Was für ein geiler Ausblick und endlich haben wir es geschafft. Das war ein Ritt, Freunde. Aber manchmal muss man auch ein bisschen kämpfen für ein Foto und manchmal müssen auch so ein paar Steine in den Weg gelegt werden. Besser gesagt, so ein paar Tore geschlossen werden und Dinge geschlossen werden, von denen man eigentlich fotografieren will. Aber so ist es manchmal. Der Fotogott, nennen wir es mal einfach so, hat mir einen Pfad offenbart, dem ich gefolgt bin und habe diese wunderbare Stelle hier gefunden. Don't try this at home, liebe Kinder. Ja, macht mir das bloß nicht nach und immer auf die Sicherheit achten. Ich stehe hier weit entfernt von der Kante, locker 1,5 Meter entfernt, obwohl ich näher rangehen könnte, aber ich mache es nicht, weil es einfach sehr gefährlich ist und ich nicht abbrechen will. Man weiß nie, wie weit die Schneekante wirklich geht, ob da, wo man steht, poröser Untergrund ist oder ob das Steine sind oder so weiter. Deswegen lieber ein Stückchen weiter weg. Und das kommt dem Foto auch zugute, denn ich benutze hier wieder das sogenannte Framing. Das heißt, ich baue so einen Rahmen um das Bild rum und mit diesen wunderschönen weißen Bäumen überall, hier die Tannen rechts und links und unten im Tal und so weiter, passt das natürlich super. Dann habe ich so links ein bisschen Bäume, rechts ein bisschen Bäume. Vordergrund macht bildgesund, hier so ein bisschen die Schneekante vorne auch im Bild mit drin. Da muss ich später vielleicht die Fußstapfen ein bisschen noch wegretuschieren und die Stativlöcher und das Wassertropfen von den Bäumen. Aber sonst sieht das schon sehr, sehr schön aus. Und natürlich am Morgen die Farben hinten im Himmel super cool. So ein bisschen Pink drin, ein bisschen Grün drin, Blau drin, Gelb drin. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Vielen Dank. Sag mal Einstellung, Digga. Ich bin von den Einstellungen jetzt jedenfalls am Morgen hier bei einer Blende 8, ein 25. Verschlusszeit, ISO 100. Werte sind eigentlich völlig egal. Wichtig ist die geschlossene Blende, dass ich schön eine gute Schärfe im Bild drin habe. Ich bin auf 16 mm, also sehr, sehr weitwinklig. Und das war es eigentlich schon. Filter und so ein Kram habe ich gar nicht drauf, brauche ich nicht. Das Framing alleine und die Belichtung und das Licht und das Motiv und alles zusammen macht das Bild. Und ich fühle mich so ein bisschen hier gerade wie bei Blair Witch Project. Da läuft mir die Rotze aus der Nase. Das Interessante an Neuschwanstein ist ja jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Burg Eltz, die ich ja auch fotografiert habe, dass Neuschwanstein viel, viel, viel jünger ist. 1869 wurde der Bau begonnen, das heißt ja, knapp 100 und ein bisschen Jahre erst her. Wusstet ihr eigentlich, dass gemunkelt wird, dass Walt Disney damals Neuschwanstein als Vorlage genommen hat für das berühmte Disney-Schloss, was jeder kennt, das weiße mit den schönen Türmen und so weiter? Kann man auch verstehen. Es ist wirklich wunderschön. Sieht auch cool aus. Gut, dass ich meine lange Brennweite noch dabei habe und das Foto ist hier quasi jetzt direkt am Parkplatz entstanden. Wir sind eigentlich fertig, 9.30 Uhr am Morgen, die Parkplätze füllen sich, der ganze Touristentrubel geht los, die Reisebusse kommen rein, die Pferdekutsche schießen hier los und so weiter und so weiter. Für mich viel zu viel los. Ich habe die Bilder schon im Kasten, das finde ich sehr, sehr gut und ich möchte bei jeder von meinen Foto-Bucket-List-Erlebnissen auch so eine kleine Punkteskala einführen und wie viele Punkte würde ich jetzt Neuschwanstein im Schnee im Winter geben? Ich würde sagen so 6 von 10 ungefähr. Warum? Neuschwanstein super geil, im Schnee umso geiler, aber es gibt nicht so viele Perspektiven, die möglich sind im Winter. Es ist relativ eingeschränkt und wenn man nicht wirklich früh aufsteht bei -12 Grad, so wie wir das heute Morgen gemacht haben, ist es einfach super voll, super crowded und das muss man mögen. Ich persönlich mag es nicht so, aber dieser Punkt auf meiner Foto-Bucketlist ist abgehakt.
das ist so ein sahniges Motiv hier. Links mit dem Baum, rechts hier mit der Kirche. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Wenn ihr wisst, wie sie heißt, schreibt es unten in die Kommentare. Aber das Licht jetzt nicht ganz optimal. Gegenlichtsituation, Himmel ausgebrannt. Herbstfarben noch sehr, sehr gut. Aber ich werde morgen früh noch mal hierher gehen und dann mit der Sonne quasi aus dieser Richtung hier fotografieren. Manchmal findet man ganz spannende Sachen, auch so neben der Straße, wie zum Beispiel hier so eine Kürbisse. In anderen Ländern gibt es so Gewürze oder so Mandarinen, zum Beispiel jetzt in Spanien. Hier ist jetzt gerade Herbst, gibt es Kürbisse. Und was für Kürbisse, riesengroße Kürbisse, ganz viele Kürbisse. Also super geile Kürbisbilder gemacht. Man nennt mich auch den Kürbisfotografen. Ey, und letztens bei der Vortragstour noch erzählt, ne? Wie geil wäre das mit dem QR-Code? Die haben den QR-Code. Wie cool ist das denn? Ja, mit PayPal direkt bezahlen. So stelle ich mir 2019 vor, liebe Freunde. Und das in Bayern, wo die Geschäfte um 20 Uhr zu haben. Mega. So, das ist der Blick, der nicht funktioniert hat im Winter. Ja, weil es zu schneeig war, war alles gesperrt. Aber jetzt funktioniert es. Und die Herbstfarben sind auch noch da. So, jetzt schauen wir mal, ob wir noch den anderen Standpunkt finden. Noch eine andere Perspektive. Yo, das ist doch ein Weg. Mehr nach meinem Geschmack. Hier hat man nochmal so einen Ast irgendwie von der Seite. Das sieht ganz cool aus. Hier diese, weiß ich nicht, was ist. Tanne, Kiefer, Fichte. Ich bin noch nicht so der Nadelbaum-Experte. Aber es ist irgendein Nadelbaum. Und der ist so ein bisschen wie in der sächsischen Schweiz, so rund. Das ist auf jeden Fall ein Motiv, was ich mir merke. Ich laufe aber noch ein Stückchen weiter. Yo, da ist es. Hab mir mal die Hauchland übergeworfen, nicht nur aus Stylegründen, sondern weil es auch tatsächlich ziemlich kalt gerade geworden ist. Vor allem mit nassem Rücken so. Sieht mega aus. Der Baum ist ein bisschen im Weg. Man hat nicht so viel Platz. Man sieht jetzt übrigens auch im Herbst den See richtig gut. Den hatte man ja im Winter gar nicht gesehen, war komplett zugefroren. Aber hier ist eine gute Perspektive. Jetzt muss ich mich entscheiden, ja, was fotografiere ich heute Abend. Also hier oben, ziemlich cool, aber ich mache jetzt mal so eine Bilderanalyse und das ist ein ganz guter Tipp. Und das ist zum Beispiel jetzt unten Marienbrücke. Das ist von ein Stückchen weiter oben über der Marienbrücke, so knapp 5 Minuten entfernt. Und die sind jetzt von hier oben. Ich glaube, ich warte jetzt hier noch ein bisschen und dann mal gucken. Dann entscheide ich spontan. Also so oder so wird es, glaube ich, ein geiles Foto heute. Schon mal ein guter Auftakt. Vor allem kein Regen. Ich habe eben den Shot oben gemacht. Der Himmel war noch ein bisschen okay, aber jetzt nicht besonders spektakulär. Keine schönen Farben, bisschen so Wolken-Schattenspiel. Aber ich mache jetzt noch die Marienbrücke und muss dafür mich aber beeilen, weil wenn die Sonne erstmal weg ist, dann ist das in den Bergen, vor allem im Wald, arschdunkel. Das Einzige, was problematisch hier ist beim Fotografieren, sind diese Holzbalken, also schon beim Rüberlaufen selbst ist es ziemlich tricky, weil die so wobbeln die ganze Zeit. Also da muss man schon ein bisschen Eier in der Hose haben, um hier rüber zu laufen auch. Und beim Fotografieren natürlich auch nicht so gut, weil das Stativ, ne, wenn das steht auf diesen Balken und da läuft einer rüber, dann wackelt das die ganze Zeit rum. Mein Trick deswegen, ich halte das Stativ fest. Also wirklich festhalten und den Rest regelt eigentlich der Sensorstand. Also ich habe alle Bilder scharf jetzt hier mit 2 Sekunden Belichtungszeit, obwohl es wackelt die ganze Zeit. Einfach festhalten, raufdrücken, ausatmen. Und so mache ich das teilweise auch, wenn ich nicht anders kann, ja, und etwas sehr, sehr doll wacke. Sieht so wirklich ganz cool aus. Jetzt muss ich den ganzen Weg im Dunkeln zurücklaufen und ich habe gesagt, komm, wenn schon, denn schon, laufen wir die Abkürzung. Weil dieser andere Weg direkt am Schloss lang, der geht immer hoch und wieder runter und wieder hoch, habe ich keinen Bock mehr, ich will jetzt nur noch bergab. Und ich glaube, mich richtig zu erinnern, als ich im Winter hier war, dieser Weg geht nur bergab im Dunkeln. Ich habe Licht dabei, ich habe aber keinen Bock, an den Rucksack zu gehen. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr zu faul seid, um euer Licht rauszuholen? Aber man weiß ungefähr, wo es lang geht. So sieht das Ganze heute aus. Gar nicht, wie ich es erwartet habe. Voller Nebel, schon heute Morgen gewesen. Ich wollte eigentlich bei Sonnenaufgang fotografieren, hat aber nicht funktioniert, weil keine Sicht. Hashtag no Sicht. So ist es manchmal. Ich bin an der gleichen Stelle wie gestern. Es ist nur ein bisschen anderes Licht. Deswegen sage ich ja, das Wichtigste ist Licht mit Wetter, so im Zusammenspiel. Theoretisch wäre jetzt die Sonnenrichtung richtig, aber mit dem Licht leuchten die ganzen Bäume nicht. Es sieht relativ trist aus, aber auch irgendwie interessant. Ich habe jetzt fürs Foto eine ganz flache Perspektive da vorne gesucht. Da kriegt man so das ganze Laub im Vordergrund relativ unscharf hin. Lange Brennweite, 200 mm, so wie der Shot, den ich auch im Winter geholt habe. Man sieht aber die Berge im Hintergrund gar nicht. So ist es halt. Heute bin ich in Bayern, in Stegen am
Ammersee. Und ich weiß nicht, ob der Ort so heißt wegen den Stegen tatsächlich oder einfach so durch Zufall. I don't know. Auf jeden Fall sind hier wunderschöne Stege mit so kleinen Fischerhäusern drauf. Und die werde ich jetzt probieren zu fotografieren. Das Wetter ist nicht ganz optimal, aber wir machen das Beste draus. Das sieht doch schon mal ziemlich cool aus hier mit der Hütte. Der Himmel ist ziemlich dramatisch. Und eigentlich hätte ich mir so ein bisschen mehr vorgestellt, ein bisschen weniger Wolken. Ja, schön so eine Färbung nach Sonnenuntergang. Aber vielleicht wird das gerade durch diese dichten Wolken heute sehr cool. Ich werde es erstmal ein bisschen rumprobieren, Perspektiven suchen, auch ein bisschen mit den Belichtungen rumspielen und dann mal schauen, was ich so einfangen kann. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass hier im Wasser ganz viele Steine drin sind und auch hier drüben sind so ein paar Steine und die werde ich später auch mal probieren in den Vordergrund zu nehmen. Aber aktuell sieht mein Bild hier so aus. Ich habe eigentlich nur den Steg und hier so auf der Kreuzungslinie ist das Haus und eben wegen diesen Steinen im Wasser werde ich jetzt mal hier den Polfilter ausprobieren. Mal gucken, ob man das schon sieht. Oh ja, guck mal, das seht ihr schon hier. Polfilter nicht aktiv. Und Polfilter aktiv. Polfilter nicht aktiv, Polfilter aktiv. So, und den kann man jetzt hier vorne ganz einfach ins Filtersystem reinklippen. Zack, jetzt ist er drin. Und jetzt kann ich hier am Rädchen das Ganze einfach einstellen. Auf jeden Fall ist das so eine gute Voraussetzung, um einen Polfilter einzusetzen. Ich benutze nicht immer einen Polfilter, aber das hier, das ist so für mich so ein kleiner Indikator. Vielleicht mal einen ausprobieren. Vielleicht sieht es auch kacke aus, aber ich glaube, es wird gut aussehen. Okay, dann würde ich sagen, als nächstes ein D-Filter. Ich habe jetzt zuerst mal einen Tausender drauf gemacht und werde jetzt mal 30 Sekunden belichten, zusammen mit dem Polfilter. Da ist das Foto. Schauen wir uns mal an. Ja, das sieht auch schon mal ziemlich cool aus. Die Farben sind nicht ganz so schön, aber generell im Himmel, die Farben sind nicht ganz so schön. Es ist so sehr, ja, so verwaschen alles. Mal gucken. Vielleicht muss ich den Weißabgleich mal ein bisschen anders noch einstellen. Das ist immer ein ganz guter Trick. Dann kriegt man von vornherein schon mal ein ganz gutes Gefühl, wie das Bild so in der Nachbearbeitung wirken könnte. Zum Beispiel ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Was hier ziemlich lustig ist, hier ist super Highlife. Es ist Freitagabend, ja. Es ist gutes Wetter. Hier ist mega was los. Hier an den Stegen selbst ist es relativ ruhig, aber vorne ist richtig Remi-Demi, richtig viele Restaurants. Die Autos fahren hier lang, es wird gehupt, Hunde rennen rum, Kinder schreien rum und so weiter. Also ruhig ist es jetzt nicht wirklich, auch wenn das hier in der Aufnahme so wirkt. Hier ist es richtig belebt, aber hier unten am Ufer ist es einigermaßen entspannt zu fotografieren. Aber es ist halt gut bei Sonnenuntergang. Sonnenaufgang ist in der anderen Richtung, könnte man auch machen, deutlich ruhiger. Ich habe heute leider nur Zeit bei Sonnenuntergang, deswegen ja, bin ich jetzt Freitagabend bei Sonnenuntergang hier im Highlife. Ich habe jetzt testweise noch einen Verlaufsfilter reingesteckt und ich arbeite mich so langsam zu meinem finalen Bild hin. Das ist ein Prozess, das ist nicht so, ich komme irgendwo hin und weiß dann genau, was ich mache, sondern ich arbeite mich langsam hin, habe so verschiedene Ideen und suche dann aber auch verschiedene Perspektiven. Was ich auf jeden Fall weiß, ich werde eine Langzeitbelichtung machen. Du brauchst ein stabiles, aber leichtes Stativ für deine Landschaftsfotos? Genau dafür haben wir mein Jaworski Carbon-Stativ gemacht. Sehr leicht und super stabil. Dreimal Schaumstoff sorgt für extra Grip, auch in außergewöhnlichen Situationen. Flache Perspektiven? Kein Problem. Mit dem neuen Gelenkarm kannst du sogar zusätzlich ein Smartphone, Actioncam oder anderes Zubehör an deinem Stativ befestigen. Jetzt dein neues Lieblingsstativ bestellen auf www.lernvonben.de. Mit dem Code YouTube-5 gibt es außerdem für dich 5 Euro Rabatt. Jetzt einlösen. www.lernvonben.de. Oft werde ich gefragt, was für einen Filter soll man eigentlich benutzen, also was für einen ND-Filter, welche Stärke. Da hilft zum einen natürlich eine ND-Filter-Tabelle, um ungefähr zu sehen, wo man hin will und was für eine Verschlusszeit man aktuell hat. Ich bin jetzt aber zum Beispiel so, ich habe einen Tausender benutzt, weil ein Tausender von der Verschlusszeit gepasst hat. Jetzt wird es ja aber langsam immer weiter dunkel, deswegen wechsle ich jetzt schon auf einen 64-fach ND-Filter, mache die Blende auf 18 zu und kann dann langsam immer weiter die Blende öffnen, bleib aber bei 30 Sekunden Verschlusszeit. Und dann ist es halt später eine Blende 16, Blende 14, Blende 13, Blende 10 und so weiter. Also jetzt ist nur noch der 64er gerade drauf. Ich
fotografiere jetzt ungefähr seit 2 Wochen mit der A74. Je nachdem, wann ihr das Video seht, fotografiere ich wahrscheinlich schon ein halbes Jahr mit der Kamera mittlerweile. Aber jetzt aktuell zum Aufnahmezeitpunkt sind es so 2 Wochen. Und ich habe ja die ganze Zeit mit der 7R2 gearbeitet und die hat ja einen ganz anderen Klappdisplay gehabt. Ne? Bei dem Klappdisplay zusammen mit dem L-Winkel ist es echt schwierig, den anständig im Hochformat zum Beispiel jetzt zu drehen. Das heißt, am besten klappt man den vorher schon komplett aus. Dann ist es aber ziemlich geil, weil dann steht er hier so richtig rüber. Aber wenn man dann wieder irgendwie was drehen will, das ist eigentlich fast nicht mehr möglich. Man muss die Kamera dann erst wieder komplett abmachen. Ja, also da würde ich mir zukünftig einen anderen Klappdisplay tatsächlich wünschen. Der ist halt schon alt. Das ist der 600D Klappdisplay. Und die 600D von Canon, die ist halt schon, keine Ahnung, 12 Jahre mittlerweile alt. Und so ist auch dieser Klappdisplay. Schade, muss ich so sagen, aber ja, geht so. Im Himmel färbt es sich so ein bisschen, vielleicht wird es noch schön. Ich werde jetzt mal gleich zu den Steinen rübergehen und die so in den Vordergrund nehmen. So Leute, das ist er. Mit den Steinen im Vordergrund, das sieht ja mal mega nice aus. Zieht euch das mal rein. Das ist ein typischer Jaworski. Den nehmen wir. Der ist gekauft, oder? Hammer. Der absolute Oberhammer. Uff, jetzt kommt die Sonne da hinten noch durch. Allerdings nehme ich die Sonne nicht mit ins Bild rein. Will ich nicht haben. Ich will clean nur die Hütte haben. Gibt aber so ein bisschen Reflexion auf dem Wasser und natürlich auch so ein bisschen Farbenspiel auf der Hütte, aber auch auf dem Wasser. Aber die Sonne selbst, die wird zu hell. Die will ich nicht drin haben. Probieren wir auch den Verlaufsfilter nochmal mit aus. So ein bisschen hier mit rein, so ein bisschen Abdunklung in den Himmel. Das sieht doch schon aus wie gemalt. Geil. Genießt den Blick, Leute. Genießt ihn einfach. Das müsst ihr auch mal genießen hier. Nimm nur Kugel auch mal genießen. Es wird langsam immer dunkler und was ganz cool ist, diese Hütte ist nur ein paar Meter entfernt hier von einer anderen Hütte. Man sieht sie sogar und ich glaube, da werde ich gleich nochmal hingehen und dann von dieser Seite fotografieren. Also noch eine andere Perspektive. Welche gefällt euch besser? Die große oder die kleine Hütte? Schreibt es mir in die Kommentare. Der letzte Schuss für heute Abend, jetzt nochmal hier von der Seite. Das gefällt mir auch ziemlich gut. Jetzt hier auf der GoPro sieht es sehr weitwinklig aus, aber ich bin auf, glaube ich, 35 sogar reingezoomt, also sehr weit und nehme nur so diesen Bildausschnitt hier ohne den Kies hier, nur Wasser, nur Hütte mit dem Steg von der Seite und hinten diese schönen Farben, das sieht noch sehr schön aus. Sonne ist schon untergegangen, also ist schon nach Sonnenuntergang. Man sieht das in der Videoaufnahme wahrscheinlich jetzt nicht so gut, vielleicht kriselt es ein bisschen, aber es ist ja noch relativ hell. In Wirklichkeit ist es aber schon sehr dunkel, also ich muss gleich auch den ND-Filter abnehmen, weil es schon zu dunkel ist, um mit dem 64er jetzt anständig zu fotografieren. Schauen wir uns das Bild mal an. Also hier auf dem Display sieht es schon ziemlich dunkel aus. Ja, hier sieht das von der Helligkeit noch sehr gut aus. Gefällt mir gut. Ja, viele spannende Perspektiven dabei, oder? Ich bin im Süden von Deutschland angekommen, in Bayern. Und hier warten auf mich riesige Berge, kristallklare Seen und jede Menge Wolken. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen. Hätte ich mal bloß nichts gesagt. Trotzdem probiere ich noch 1-2 Bilder zu machen, bevor der Regen anfängt. Und selbst wenn... Das hört schon wieder auf. Ich
Ich war schon früh hier an meinem Lieblingsspot am Hintersee bei Ramsau. Hier sind diese Steine im Wasser mit diesen Tannen da drauf. Es sieht völlig surreal aus, eine richtig geile Location. Aber heute sagt der Wetterbericht nichts Gutes voraus. Und auch das kann sein im Herbst, dass es einfach die ganze Zeit schüttet. Und vor allem hier im Süden bei den Bergen kann es richtig passieren, dass es die ganze Zeit schüttet. Ich mache mir hier die Zeitrafferaufnahme jetzt mal aus. Denn ich glaube, ich muss die Kamera jetzt einpacken und schützen vor dem Regen. Weil jetzt geht's richtig los. Und erstmal einen trockenen Platz suchen, dann gucken wir, was wir machen. Ich setze mich erstmal in mein Auto und hole mir einen Kaffee. Und dann sehen wir weiter. Das wird schon wieder aufhören. Oder auch nicht. 3 Stunden später. Ja, danke schön. Draußen schüttet es wie aus Kübeln. Das heißt, ich habe mich erstmal hier in eine schöne, urige bayerische Gaststätte reingesetzt und mir Kasnocken bestellt. Ist eigentlich so ein typisch deutsches Essen auch. So Käsespätzle, Kasnocken. Es gibt, glaube ich, auch Kasspatzen oder sowas. Ist eigentlich am Ende grob übersetzt eigentlich nur Nudeln mit Käse und Zwiebeln. Und das schmeckt ziemlich, ziemlich, ziemlich lecker. Und dazu gibt es natürlich auch ein typisch deutsches Getränk, darf nicht fehlen, in der Jaworski Around the World Folge. Schönes, kühles Blondes. Und dann ist es doch gar nicht so schlimm, wenn es draußen regnet. Ein guter Test, wenn ihr wissen wollt, ob eure Kässpätzle, Kasnocken oder wie auch immer gut sind, ob da genug Käse drin ist oder nur mit Sahne gepanscht wurde, nehmt mal eure Gabel und steckt die einfach hier rein. Und wenn ihr da stehen bleibt, dann habt ihr auf jeden Fall genug Käse. Das Wetter kann man sich ja nicht immer aussuchen, aber mir ist beim Essen gerade eine geniale Idee gekommen. Ich habe nämlich mein Unterwassergehäuse im Auto mit dabei. Ich wusste ja, dass wir zu einigen coolen Bergseen kommen und die haben eine unglaubliche Wasserqualität und eine super krasse Klarheit. Also man sieht mega in das Wasser rein, da schwimmen teilweise auch dann Forellen rum, manchmal Enten. Und meine Idee ist jetzt einfach, da es ja dauerhaft regnet und unter Wasser es ja auch nass ist, ist einfach mein Unterwassergehäuse jetzt mein gigantischer Regenschutz. Mit dem gehe ich jetzt einfach an den See ran und probiere eine Landschaftsaufnahme der etwas anderen Art zu machen, nämlich halb über und halb unter Wasser. Das heißt, man sieht in diesen ja, kristallklaren See rein und sieht aber dann in der anderen Hälfte des Bildes die gesamte Landschaft mit den Bergen, mit den dramatischen Wolken. Und ich könnte mir vorstellen, dass es richtig geil aussieht. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Lass es ausprobieren. Im strömenden Regen laufe ich zum See. Bin bereits nach 5 Minuten klitschnass. Egal, nasser wird's nicht. Aber einfacher auch nicht. Ich habe das jetzt gerade mal ausprobiert und das Problem ist, dass durch diesen anhaltenden Regen seit heute Morgen das Wasser aufgewirbelt ist und trüb geworden ist. Das kristallklare Hinterseewasser hier, ey, was sonst wirklich, keine Ahnung, Ewigkeiten sichtbar ist. Jeden Fisch siehst du da drin, jede kleinste Bewegung ist jetzt nicht mehr wirklich so durchsichtig. Das heißt, zum Fotografieren unter Wasser jetzt eher ein bisschen semi-cool, aber aufgeben ist nicht drin. Und da hinten am Horizont sieht es gerade tatsächlich so aus, als ob es eine kurze Regenpause geben könnte. Mann, 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 was für ein Tag, ey. Hier in den Bergen ist ein solches Wetter nichts Ungewöhnliches. Die Wolken sammeln sich an den Bergen und regnen sich dann ab. Das kann dauern. Aber ich bin den ganzen Weg hierher doch nicht gefahren, um den ganzen Tag Kaffee und Bier zu trinken. Kennst du meine Magnet-, ND- und Polfilter schon? Kein lästiges Auf- und Abschrauben mehr, sondern einfach ranklippen. Für fantastische Landschaftsfotos, um die dich deine Freunde beneiden. Das Beste? Die Magnetfilter sind voll kompatibel mit dem neuen roten Filterhalter für eckige Filter sowie Verlaufsfilter. Voll montiert kannst du den Magnetpolfilter sogar von außen über das kleine Drehrad einstellen. Verlaufsfilter, ND-Filter und Polfilter zum Einstecken oder magnetisch. Jetzt für fast alle Kameras auf www.lernvonben.de.
Mit dem Code YouTube-5 gibt es außerdem 5 Euro Rabatt auf deine erste Bestellung. Jetzt einlösen. www.lernvonben.de. Es hat jetzt tatsächlich ein bisschen aufgehört zu regnen, es nieselt nur noch ganz leicht und ich habe das Gefühl, hier vorne ist das Wasser nur trüb und in der Mitte ist es nicht so trüb, also nicht in der Mitte vom See, aber weiter drinnen. Das heißt, was ich jetzt probieren werde, ist in guter alter Landschaftsfotografen-Manier Schuhe aus, Socken aus, Hose hochkrempeln und rein ins so kalte Wasser. Ich werde mich dann hinten auf diesen Stein hier setzen und probieren von dort über und unter Wasser das typische Hinterseemotiv zu fotografieren. Aber erstmal Schuhe aus. Der Hintersee ist bis zu 18 Meter tief und wird im Sommer maximal 16 Grad warm. Let's go! Aktuell sind es dann eher so um die 5 Grad. Shit. Im Wasser so wie draußen. Oh, shit. Es ist nicht so kalt, es ist ungefähr so kalt. Alter Dicker. Das Wasser sieht vom Ufer viel flacher aus, als es in Wirklichkeit ist. Bis zu den Knien stehe ich hier hinten im Wasser. Okay. Die Schwierigkeit, ich sehe nicht, was ich fotografiere. Da ich auf dem rutschigen Stein sitze, und die Kamera halb ins Wasser halten muss. Foto, gucken. Foto, gucken. Und das bei dem Wetter. Wenn ich so eine Über- und Unterwasserfotos machen will, dann benutze ich dafür ein Unterwassergehäuse mit einem großen Domeport. Domeport ist das Teil hier vorne dran und das ist quasi eine große Glasscheibe und das Objektiv sitzt dahinter. Es sieht fast aus wie ein Objektiv, aber es ist nur eine Glasscheibe vorne dran. Und weil eben hier diese große Luftglasfläche vorne ist, habe ich viel Bereich unter der Wasseroberfläche und viel Bereich auch über der Wasseroberfläche und kann dadurch ja, relativ einfach bestimmen, wo die Mitte ist, also wo genau die Horizontlinie ist, in dem Fall die Wasserkante. Wenn ich das einfach nur mit einem Objektiv machen würde, also mit einem Unterwassergehäuse, was einfach einen ganz glatten Plane Port hat, dann funktioniert das viel, viel schwieriger. Dann kriege ich auch nicht meinen vollen Weitwinkel. Deswegen ist so ein Domeport, also ein runder Glaskasten quasi vorne dran, eine gute Möglichkeit, um so eine Über- und Unterwasserschüsse zu machen. Aber das Wasser ist echt saumäßig kalt. Jetzt bin ich ja Gott sei Dank ein bisschen draußen, aber der kleine Zeh, der dippt immer so rein in das eiskalte Wasser. Die Bedingungen sind nicht optimal. Und trotzdem war es den Versuch wert. Ich habe eigentlich gar nicht gesehen, was ich fotografiert habe. Es war mehr so nach Gefühl fotografieren. Aber ich glaube, da ist trotzdem das eine oder andere Coole dabei. Ich habe auch probiert, im Blatt ein bisschen rumzuspielen, unter Wasser. Und ja, keine Ahnung, was es geworden ist. Jetzt erstmal ein bisschen aufwärmen. Aber bevor es soweit ist, geht es erstmal wieder zurück. Oh. Oh, shit. Überall spitze Steine. Diese Füße sind kalt. Kurz nachdem ich aus dem Wasser gestiegen bin, fängt es wieder an zu regnen. Es scheint, als würde all der Regen, der mir die letzten Tage erspart geblieben ist, heute hier runterkommen. Aber von mir aus. Dann halt mit Regen. Denn gerade dieses extreme Wetter macht den Herbst doch so spannend und gibt der Landschaft hier im Berchtesgadener Land seine ganz besondere Note. Die letzte Station auf meiner Herbstreise durch Deutschland liegt auch in Bayern. Die Zugspitze. Der höchste Berg in Deutschland. Vor der Zugspitze liegt der Eibsee.
Ähnlich wie der Hintersee hat auch dieser eine fantastische Farbe und Spiegelung. Und das Allerbeste? Es regnet nicht. Ich habe mir jetzt eine Stelle ausgesucht gegenüber von der Zugspitze, also das ist eigentlich die Rückseite des Sees, und ich war ziemlich unter Zeitdruck, denn ich möchte das Licht vor Sonnenaufgang haben. Die meisten fotografieren ja oder denken, dass es Sinn macht, direkt bei Sonnenaufgang zu fotografieren, und ich persönlich finde, das macht fast nur Sinn am Meer, weil da hat man eine gerade Horizontkante und sieht dann tatsächlich die Sonne auch hochkommen, aber hier in den Bergen ist es ja so, dass die Sonne, wenn sie aufgeht, erst sichtbar ist, so eine Stunde, manchmal erst zwei Stunden nach Sonnenaufgang, hängt immer davon ab, wie hoch der Berg ist oder wie nah man da dran steht. Das heißt, das Licht, was ich probiere zu fotografieren, ist eigentlich das Vorsonnenaufgangslicht. Und dann gibt es im besten Fall auch noch so eine schöne Färbung im Himmel. Und worauf ich dann spekuliere, ist, dass ich diese Färbung auch noch in der Spiegelung hier habe von diesem See. Aber das ist ein ganz, ganz kurzer Moment. Und da probiere ich so viele Bilder wie möglich zu schießen. Und ich habe mir auf dem Weg hierher schon zwei andere Stellen ausgesucht. Das heißt, wenn das passende Licht dann da ist, dann rotiere ich hier wirklich rum, schieße hier 3-4 Bilder, Hochformat, Querformat, gehe dann an die nächste Stelle, Hochformat, Querformat, links, rechts, oben, unten, andere Stelle und so weiter, weil ich habe nur diesen kurzen Moment. Das nächste Mal wäre vielleicht morgen, aber morgen soll ganz anderes Wetter werden. Vielleicht ist der Himmel bedeckt, vielleicht habe ich gar kein schönes Farbenspiel. Heute Abend steht die Sonne in der anderen Richtung. Das heißt, nur dieser eine Moment, diese 10 Minuten oder 5 Minuten, und da muss ich wirklich alles geben, um das richtige Bild dann zu bekommen. Ich habe hier wieder so einen klassischen Aufbau. Die Steine hier sind ziemlich ähnlich wie die Steine im Berchtesgaden, aber ohne Tannen drauf. Also nicht ganz so spektakulär, aber trotzdem interessant. Die sind bei mir so im linken Bildbereich, und rechts habe ich dann eigentlich nur die Spiegelung. Und das Wichtige ist, hier benutze ich jetzt keinen Polfilter. Ich bin ein riesiger Polfilter-Fan, aber hier brauche ich ihn nicht, weil hier möchte ich die Spiegelung hier haben. Und der Polfilter würde genau das Gegenteil bewirken, also diese Spiegelung komplett rausnehmen. Entlang des Sees finde ich weitere tolle Motive und Spiegelung. Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. 5 bis 10 Minuten hatte ich richtig gutes Licht mit bunten Farben in der Spiegelung. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, bis die Sonne richtig über den Berg rüberschießt. Und da hinten sehe ich eine kleine Insel mit Bäumen. Und da geht's jetzt hin. Die Sasseninsel ist eine von 8 Inseln im See. Entstanden sind sie durch einen massiven Bergsturz vor 3500 Jahren. Der See ist übrigens in Privatbesitz. 1884 ersteigerte August Terne den Eibsee für 10.000 Goldmark und errichtete am Ostufer um 1900 einen Gasthof, das heutige Eibseehotel. Und genau wie damals, auch heute einer der schönsten Seen in Deutschland.